Servus Leute, mein Name ist Paul Unterladen und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder mal ein kleines Live-Update. Ich nehme euch einen Tag mit und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wie jedes Mal wird natürlich zuallererst die Waage aufgesucht. Mal schauen, was das Gewicht sagt. Ich fühle mich extrem leer. Gestern waren es 94,2, das heißt tiefstes Gewicht seit langem wieder mal. Also ich bin richtig, richtig gespannt, was die Waage jetzt so sagen wird. Johannes hat geschätzt, es wird über 94 sein. Ich habe geschätzt unter 94. Mal schauen, was es letztendlich ist. Da hat Johannes auf jeden Fall gut geschätzt. Schauen wir mal, was die Form sagt. Sieht, denke ich mal, auch ganz akzeptabel aus. Leer natürlich, aber läuft. Jetzt werden sich aber die meisten von euch wahrscheinlich fragen, warum ich überhaupt glaube, dass mein Gewicht tiefer ist, beziehungsweise tiefer ist als am Wettkampftag. Ja, wir haben uns dazu entschieden, bei Natural Olympia mitzumachen. Der Wettkampf ist in 3 Wochen. Heute ist Sonntag, der 27. glaube ich. Am Wochenende vom 14. bis zum 17. ist Olympia. Das heißt, es geht nach Vegas, wenn alles glatt läuft. Und ich mit der Organisation das alles hinbekomme. Vom Zivildienst bin ich tatsächlich sogar freigestellt, beziehungsweise konnte ich mir noch meinen restlichen Urlaub nehmen. Was richtig cool ist. Da waren sie kulant, was mega, mega nice natürlich. Und ich hoffe natürlich, dort noch eine Bestform rauszuholen. Das heißt, jetzt bin ich schon bei 94 Kilo. Wir schauen, dass wir so bei 92 landen zum Schluss. Da bin ich auf jeden Fall richtig skinny und richtig shredded. Also wenn das klappen sollte, sollte ich auf jeden Fall eine gute Form auf die Bühne bringen. Und wie gesagt, das heißt, ab seit letzter Woche schon gibt es wieder Oldschool Diet, die auf Insta mir folgen, haben sich schon gefragt, warum ich überhaupt wieder Oldschool Diet esse, weil ich wieder auf 2300 Kalorien bin. Das heißt, es wird hardcore diätet. Ich fühle mich heute irgendwie richtig, richtig leer und auch mega, mega hungrig. Keine Ahnung, da gibt es jetzt mal eine fette Ladung Kaffee plus Smacktastic Schoko Karamell Fudge. Ich meine, richtig abnormal geil drin. Bisschen Schokogeschmack, Kiwi Schoko ist auch gut. Und eigentlich sowieso Cinnamon Sugar ist auch Standard im Kaffee. Kann man sogar auch in Tee geben. Macht einfach nur den Tee abnormal geil und den Kaffee sowieso. Also wer das nicht macht, macht echt irgendwas falsch. Kaffee ist drin. Jetzt gibt es natürlich noch die EAs in den Shaker. Denn es geht ab ins Gym. Hunger ist halbwegs gestillt. Es steht Oberkörpertraining an und mal schauen, was heute so auf der Bench geht. Im Gym angekommen, aufgewärmt bin ich, ready und motiviert dafür eher weniger. Aber was soll's, was muss, das muss. Wie schon vorher erwähnt, jetzt gibt es ein bisschen Bankdrücken. 120 sind drauf. Ich glaube, letztes Mal habe ich 9 geschafft. Also 9 bis 8 sollen auf jeden Fall drin sein. Im Supersatz mit Latzien, weil heute steht Oberkörper an. Was ich nicht so geil finde, aber es ist sich die Woche irgendwie nicht anders ausgegangen. Also ich habe es mir besser gesagt einfach so eingeteilt. Weil es passt, wenn ich Freitag und Sonntag im Oberkörper mache, Dienstag, Mittwoch Push-Pull und Samstag Beine, habe ich noch immer 2 Rest-Days, 3-mal Oberkörper und 2-mal Beine trainiert. Also am Push-Pull mache ich dann immer einmal hinteren Oberschenkel, einmal vorderen Oberschenkel und das passt dann meistens ganz gut. Also jetzt starten wir mal mit Bankdrücken. Ich hoffe, die Motivation entwickelt sich noch im Laufe des Trainings. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hay. I work in a bar today. Das war mal schwer. All record, I still count wins when they got it. All record, I let them take advantage. I was wildin'. All record deals. Tell them talk to Colin for the quote. All record, I still want to act like the ghost. For the record, don't try to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow and stomp for you. For the record, also Bankdrücken lief ja mal eher mau. Ich habe gerade nachgeschaut in der App, heißt übrigens auch immer strong. Letztes Mal haben wir es auch nur 8 im ersten, dann 7, dann 6. Also ich muss mal, ob ich jetzt zumindest die 7 noch halten kann für 2 Sätze. Aber der letzte war auf jeden Fall schon ziemlich schwer. Dafür ist der Pump echt, echt geil. Habe ich auch schon öfters gesagt. Irgendwie in der Diät, ich habe so ein gutes Muskelgefühl. Ist krass. Es geht ausnahmsweise mal weiter mit Pendler Rows. Das heißt im Prinzip einfach rudern mit Ablegen auf Johannes Rad hinauf, um den Rücken eventuell vielleicht sogar ein bisschen bis zum Wettkampf zu verbessern, falls es überhaupt möglich ist. Auf Diät, Muskeln aufbauen ist sowieso nicht gerade einfach, wenn nicht unmöglich. Eigentlich ist es unmöglich. Aber vielleicht kann man trotzdem ein paar tiefen Details rausholen. Deshalb wird jetzt mal Pendler Rows eingebaut mit Butterfly für die Chest. Aber Alter, ich bin einfach schon komplett im Arsch. Ah, fuck.
y'all comfortable. For the record, we ain't trying to talk any stuff for you. For the record, that won't be going all the way. For the record, ain't trying to make no time to waste. Alter, ich sag euch, die Pendleros haben mich mal komplett aus dem Leben genommen, haben irgendwie jeden Muskel meines Körpers beansprucht. Deshalb geht es nochmal geführt rudern, nicht frei beziehungsweise am Kabel. Einfach weil ich es gerade brauche und komplett im Arsch bin. Dafür natürlich trotzdem fast Full Stack zumindest, damit ordentlich Gewicht geballt werden kann. Echt überraschend. Scheiße gut, muss ich sagen. Drei Wiederholungen scheiße geworden im Vergleich zum letzten Mal. Also das ist schon krass. Jetzt gibt es ein bisschen Seitheben, weil die Seite noch schön nicht frei war. Und Trizepsstrecken im Liegen. Endlich bei den letzten beiden Übungen, ich muss sagen, ich habe echt keinen Bock mehr, bis das hatte ich schon die ganze Zeit nicht. Aber jetzt gibt es nochmal schwere Hammer-Curls mit den 40ern, plus ein bisschen Trizepsstrecken für massive Arme. Zwei Stunden Training wäre beendet, Alter, das war echt eine der härtesten Sessions seit langem. Also einfach, weil ich mich total schwach fühle. Obwohl es eigentlich eh ganz gut gelaufen ist, muss ich sagen. Ja, deswegen habe ich auch in letzter Zeit eher Push-Pull gemacht, was einfach kürzer dauert. War es auch zwei Stunden Training. Jetzt kommt noch ein bisschen Posing bzw. Formcheck. Muss ich sowieso immer gemacht werden. Ich denke, ich habe mich im Posing auch schon gut gesteigert bzw. verbessert. Aber seht selbst. Ich sag's euch, Bestform. Schwindelig. Ich denke mal, der Arsch ist auf jeden Fall deutlich besser als schon zum letzten Wettkampf hin. Und wir haben noch drei Wochen, also da geht auf jeden Fall noch gut was weg.
Ich stehe dann übrigens mit Patrick Teusch gemeinsam auf der Bühne, der vor kurzem Europameister geworden ist, also genau genommen gestern. Richtig, richtig krank. Mal schauen, wie ich neben ihm aussehe, ist er echt brutal gekommen. Aber ich werde natürlich alles dafür geben, so gut wie möglich auf der Bühne mich zu präsentieren. Deshalb wird natürlich jetzt auch wie immer noch Cardio gemacht. Bisschen Radfahren, bisschen gehen eventuell. Und wir sehen uns zu Hause, wenn der Trizeps dann entweder wieder vollgeladen werden kann und ich endlich esse. Ich habe schon richtig Hunger. Da kommt man nach Hause und was steht in der Küche? Erstmal Pizza. Ich habe schon gehört, die ist grindig, also nicht gut, zahlt sich schon mal nicht aus. Ich muss durchhalten, in Amerika wird dann sicher genug gecheatet. Ich habe mir jetzt übrigens schon mal Reis vorbereitet. Der ist entweder für heute, für morgen oder übermorgen. Ich muss sowieso noch zweimal Reis kochen, weil ich gleich für zwei Tage vorkoche. Also ist eigentlich relativ egal, ob ich den jetzt esse oder direkt abpacke. Aber ich denke, ich werde noch abpacken, weil dann kann ich mir meinen Hunger noch ein bisschen aufsparen. Während jetzt die anderen beiden Reistöpfe nochmal kochen bzw. einfach nur vor sich hin stehen. Ich habe zuerst aufgekocht, dann runtergestellt und dann lasse ich sie einfach eine halbe Stunde circa stehen und dann sind die fertig. Mache ich mal mein Chicken fertig und zwar gibt es pro Tag 700 Gramm. Das ist für morgen, das ist für übermorgen. Ich zeige euch mal, womit ich es gewürzt habe und zwar nehme ich kein Salz zum Würzen. Wir haben einmal ein Chili gewürzt, das ist einfach so eine Mischung ohne Salz drinnen. Dann Chiliflocken, ordentlich Pfeffer. Hier haben wir Kurkuma, das gibt auch eine geile Farbe. Thymian, nochmal eine Kräutermischung und ganz wichtig, Paprika edelsüß. Das macht echt das Fleisch delicious. Das kommt jetzt übrigens am Grill, habe ich lange nicht so gemacht, hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen, weil da kann ich direkt gleich beides nebeneinander braten und es schmeckt einfach nur absolut geil. Keine Ahnung, wieso ich das davor nie gemacht habe. Oh yes, das sieht mal heiß aus. Fuck yeah. Also wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Scheiße, freue ich mich auf das Chicken. Am Wochenende teile ich mir das Ganze ja nur auf 3 Meals auf, sonst sind es normalerweise 4. Das heißt, jetzt gibt es schon mal 100 Gramm Reis. Da kommt was richtig Gutes dazu. Und zwar habe ich richtig lieben gelernt. Das ist übrigens meine Supplement-Lade. Und zwar Cinnamon and Sugar. Dann nochmal extra Süßstoff und nochmal extra Zimt obendrauf für den Reis. Das ist abnormal geil. Über 300 Gramm Brokkoli sind schon in der Mikrowelle, werden gerade aufgetaut und dann halt noch ein bisschen Chicken vom Grill. Endlich, es ist Zeit fürs erste Meal und zwar da halten wir jetzt einfach ein bisschen Chicken, 300 Gramm Brokkoli circa, 100 Gramm Reis um 14.52 Uhr. Aber heute in der Nacht war Zeitverschiebung, das heißt schon fast 16 Uhr eigentlich sozusagen. Das heißt heute ein bisschen späteres Essen. Ich freue mich nur abnormal drauf. Ich weiß, dass es richtig, richtig geil schmeckt. Ich hatte es gestern schon. Also Mahlzeit Leute, ich hau rein. Ich schätze mal, Meal Prep wird dann erst nachher vor der nächsten Mahlzeit vorgesetzt, weil sonst bekomme ich dann wieder Hunger. Essen ist durch, so sieht jetzt mal die Küche aus. Hier ist nochmal der Reis für Montag. Da ist schon mit Brokkoli gemischt für Dienstag. Das ist noch der restliche für heute. Da ist das restliche Chicken für heute. Frühstück Montag, Frühstück Dienstag. Und da ist noch das ganze Chicken für Montag und Dienstag. Werde ich dann später heftig zusammenmischen. Jetzt erstmal ein paar Schritte sammeln, nochmal das schöne Wetter genießen. Und wir sehen uns danach wieder, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Wieder zurück und die 13.000 Schritte sind zumindest schon mal voll. Mit dem Vorkochen wird es eher nochmal was verbraucht, beziehungsweise mit dem Vorbereiten. Und der Tag hat er noch ein paar Stunden. Jetzt wird ein bisschen YouTube geschaut und nebenbei Steuerkram erledigt. Das muss natürlich auch gemacht werden. Dann geht es aber erstmal duschen und dann eh schon wieder essen, Gott sei Dank, weil ich habe tatsächlich wieder Hunger. Letzte Mahlzeit ist jetzt circa 2 Stunden her. Ich werde mal so in einer Dreiviertelstunde, halben Stunde, werde ich mich ready machen, um die nächste Mahlzeit zu genießen. So, frisch aus der Dusche, direkt ans Meal Prep und zwar, das wird mein Mittag, Pre-Workout und Abendessen sein. Ich habe jetzt einfach den Reis da reingehauen und die ganzen Gewürze, die ich auch fürs Chicken benutzt habe, reingegeben. Natürlich wieder mit ordentlich Chili. Dann das Hühnchen klein geschnitten dazugegeben, den Brokkoli dazugegeben. Alles so gemischt, das teile ich jetzt einfach auf 3 Portionen auf. Ist jetzt so eine neue Taktik von mir. Mal schauen, ob es dann schneller geht oder besser schmeckt. Ich denke auf jeden Fall schon, weil das alles gut gemischt ist, auch mit dem Salz und so. Das sind insgesamt 8 Gramm Salz. Hier ist auch nochmal 1 Gramm Salz und hier ist auch ein bisschen was, aber das ist ja sowieso aufgeteilt. Vor dem gesamten Reis, das ist dann eben das Frühstück mit schön süßen Reis. Und wie gesagt, 8 Gramm einfach
deswegen, damit es jeden Tag gleich ist. Letztes Mal hatte ich ja 6 Gramm, aber das war mir alles zu ungewürzt, deshalb haben wir jetzt auf 8 Gramm erhöht. Noch immer 6 Liter Flüssigkeit, das teile ich jetzt mal auf und für mich gibt es jetzt auch gleich Essen, und zwar dasselbe, aber eine bisschen größere Portion. So sieht das fertige Meal Prep für Dienstag aus. Das ist das fertige für Montag. Jetzt habe ich mein Essen auch endlich. Dasselbe im Prinzip. Wieder mit ordentlich Gewürzen, Salz, Pfeffer, whatever. Und Chili natürlich. Es ist jetzt schon 18 Uhr, aber ich glaube, die Uhr geht eine Stunde. Nein, die Uhr stimmt sogar. Das heißt, doch relativ spätes, zweite Mahlzeit. Jetzt soll ich auf jeden Fall reinhauen. Alright, Essen ist durch, ist echt immer wieder ein Fest, wenn es so geil schmeckt oder so geil schmecken kann. So easy kann man sich die Oldschool-Diet machen. Jetzt wird noch ein bisschen ausgerollt und es gibt natürlich meine Standard-Supplements. Once a day, Kreatin, Zink, Magnesium, diesmal in rosa, weil es kein Schwarz mehr gab. Aber es sind sowieso genau dieselben Inhaltsstoffe. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich das Video beenden. Es gibt dann noch eine Portion einfach von den Folgen-Meal, genau dieselbe Größe nochmal. Und ja, wie gesagt, werde es noch ein bisschen chillen. Morgen heißt es wieder Kindergarten. Freue mich tatsächlich schon ein bisschen, weil Ablenkung und so ist immer ganz gut in der Diät. Morgen ist auch Rest Day, also darauf freue ich mich auch extrem. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like, schreibt einen Kommentar. Abonniert mich auf YouTube und natürlich auf Instagram. Würde mich über euren Support freuen. Vor allem in den nächsten Wochen jetzt wieder, wo es zum Wettkampf hingeht. Könnt ihr auch gerne den Link in der Beschreibung zu Rockwell Nutrition abchecken und mich supporten. Ich sage danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ich bin raus. Peace out.